Dann wollen wir nochmal da nochmal dieses Büro reinklatschen und dann uns hier nochmal schnell mal nach oben arbeiten. Schrägstrich, ich wollte jetzt auch mal endlich mal gucken, was diese Dinge da kostet. U-Bahn, 5000. Das ist natürlich teuer, aber das bringt es ja auch irgendwie. Welche Platzierung unter der Erde benötigt ein Berater-Upgrade? Öffentliche Verkehrsmittel, U-Bahn-Station darf keine haben, Belegschaft 100 oder mehr. Wie tief dürfen wir denn eigentlich runter? Mein lieber Freund, würde ich sagen, hier auf Stufe 15 kommt dann unsere U-Bahn. Und dann machen wir hier einfach so eine richtige Underground-Shopping-Mall. Weißt du? Weil wir machen es nämlich ganz geschickt. Und zwar hier schließen wir wirklich nur den Aufzug an. Und ja, hier ist es so ein bisschen Bums. Und hier... Ich auch. Ah, hier ist es mit dieser bescheuerten Treppe, ne? Das ist ja generell nicht so geil eigentlich. So, dann fahren wir von hier aus. Drei. Dim, 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 dim. Dann fahren wir einfach von hier aus darüber. Ja. That would be nice, actually. Because what if we do this? Ich muss aber der Gepäckservice nochmal umziehen. Ich weiß aber nicht ganz genau, wohin. Fühlt das sich gemobbt, wenn ich ihn da ins andere Ende schmeiße? Muss aber auch immer so weit laufen, ne? Im Prinzip können wir ihn auch einfach eine Etage tiefer schmeißen. Wobei können wir auch nicht laufen. Zwei, das ist natürlich ungünstig. Drei, aber was wollen wir sonst dran machen? Oh, was mal ganz das Geld hin? 80 für Renovierungen. Egal. Weil meine Idee war es jetzt hier einen Aufzug. Ja. Hier war es mir eigentlich einen Aufzug 15 Etagen runterzuschmeißen, um dann die Leute möglichst weit rausziehen zu wollen, wenn sie ins Hotel wollen oder so. Weißt du, weil dann laufen sie an möglichst vielen Geschäften unten vorbei. Das war jetzt so meine Idee. Das ist natürlich die Frage, wie wir machen, was dann jetzt mit diesem Gepäckservice. Weil theoretically könnten wir es natürlich hier reinschmeißen, dann haben wir hier aber einen Abstand. Ob mir das jetzt das Genick bricht, weiß ich nicht. Wobei von der anderen Seite auch schon irgendwie, weil... So kann ich nämlich alles verbuchen mit irgendwelchen Besenkammern, Abfallmüllbehältern und so weiter. Das heißt, auf... Gut Deutsch, wir müssen da wahrscheinlich nochmal entweder eine Etage tiefer mit dem Ding hier, weil wir können den, weil wir den Gepäck hier hinten hinschmeißen, dann müssen wir immer durch die ganze Etage rennen. Durch den Konzertsaal und bla bla bla, weißt du? Oder wir schmeißen ihn hier hin. Aber komm, ist das wirklich so wichtig, der Gepäckservice? Eigentlich nicht, ne? Ja, dann klatschen wir da jetzt einfach nochmal eins rein. Guck mal, da kommt gerade schon wieder die ganze geballte Flut an Leuten halt, ne? Und dann klatschen wir dich einmal nach drüben, mein Freund. Flächenbau. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, bitte vergeben Sie mir meine Sünden. So, das hier geht natürlich nicht. Da müssen wir uns ganz kurz überlegen. Das wird mich aber echt so viel Geld kosten. Aber wirklich, das wird ein riesen, miesen Geschäft. Aber die ganzen Läden unten müssen uns dann halt wieder rausreißen, ne? 19, 14, oh, wann sind wir endlich da? Sind wir bald da? Achso, wir müssen das von hier aus anfangen. Brim, bim, brim, bim. Etage tiefer, 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 tiefer. So, das sieht jetzt erstmal absolut bescheuert aus. Ist es auch im Prinzip. Aber wir werden da uns da jetzt irgendwie durchboxen. Bis auf Stufe 15. Und dann da mal unseren... Oh, da kommt gerade das ganze Geld rein von dem Cool. Das wird mir aber nicht weit helfen eigentlich. Infrastruktur. Nochmal zwei Etagen tiefer. Bam, auf einmal haben wir kein Geld mehr. So, die fragen sich jetzt gerade, wie sind noch die restlichen Dinge? Also wir kommen jetzt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6. 3 mal 6 sind wir bei 18. 1800 brauchen wir. Okay.
So, die Party ist vorbei. Cool. Geld haben wir aber trotzdem ordentlich eingenommen. Das bedeutet, das freut mich ja trotzdem. Und weil wenn wir dann hier noch so ein bisschen U-Bahn haben, etc. pp., dann können wir A, die größeren Wohnungen hier anbieten. Plus, was natürlich auch noch ganz geil ist, dann haben wir deutlich mehr Gäste. A für Hotel und B für ganzen Geschäfte, Einkaufsläden und so weiter. Und da wird das hier sowas von laufen. Also quasi, es wird nicht mehr laufen, es wird rennen. Es wird sozusagen voranstolpern. Die Beine können gar nicht so schnell arbeiten, wie es rennen wird. So, hoffentlich. Genau, also ich spuck mal wieder sehr hohe Töne. Vielleicht kommt nachher wieder nur heiße Luft bei raus. Wir könnten theoretisch natürlich hier unten nochmal so ein Doppelzimmer reinklatschen. Fänden die aber, glaube ich, generell blöd, direkt im Erdgeschoss zu wohnen. Direkt neben der Rezeption. Ich glaube, das wäre dann so ein bisschen das Moffzimmer. So, wir sind unten angekommen. Na Gott sei Dank. Gepriesen sei wer auch immer. So, und dann müssen wir wahrscheinlich mit dem hier arbeiten. Nee. Gibt es da vielleicht irgendwie so ein Ding hier, was man... Glaserdekoration. Ah, da können wir das gleich noch erweitern. Nach links und rechts. Was ja natürlich ein bisschen blöd wäre eigentlich. Kleine Kunstwerke. Also das, was ich jetzt hier gerade hingebaut habe, war eigentlich selten dämlich. Mag ich gerade. Ja, wir können das natürlich hier nicht bauen, wir müssen da natürlich... Na okay, egal. Wir werden das trotzdem erstmal machen. Und zwar müssen wir uns einfach mal schauen, U-Bahn. Ich weiß allerdings... Boah. Das könnte jetzt natürlich ein bisschen hässlich werden. Und die Karte machst du da. So, die ist so groß. So machen wir das. Perfekt. Jetzt habe ich eine Idee. Warte mal. Ich habe eine Idee. Warte. Ich schweige gerade, weil ich gerade sehr stark am Überlegen bin. Die ist... Genauso groß wie Lager und Gas. Genauso groß wie Lager und Gas. Gut, das kann man sicher merken. Besser, wir haben einen kleinen Kredit auf uns drauf hocken als einen großen. Anyways. Gas. Und ich hoffe, was machst du da? Ja. Wir müssen nämlich gerade uns ganz kurz bis zur 15. Etage durcharbeiten. So, das wird jetzt alles ein bisschen sinnloses Rumgefuchtel da sein. Auf den ersten Blick, aber es wird sich hoffentlich irgendwann rentieren. Ich meine, wir hätten das natürlich auch jetzt hier relativ nah in der Oberfläche bauen können. Aber die sollen halt eben wirklich... mir schön einmal durchs ganze Gebäude fahren, so mal da und da aussteigen und mal ein bisschen da ein bisschen gucken und so weiter. Zum Beispiel hier beim Casino oder hier bei diesem Festsaal oder was weiß ich, ne? Also dann können die da so ein bisschen schnabulieren und so. Das war natürlich auch cool. Wir sind ja auch relativ schon weiter runtergekommen. Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht rein von den Wartungs- und, also nicht Wartungs-, aber so von den, naja, du weißt ja schon, Kosten halt generell, mir nicht hoffentlich alles auseinander springt. Das wäre natürlich generell ungeil. Aber we will try. Was ist denn mit dem los? Sparangebot wird benötigt. Wie sollen wir uns ohne eine gute Massage und Duftkerzen entspannen? Ja, Mist, das habe ich natürlich nicht bedacht. Ja, aber das ist trotzdem gut, ne? Sparangebote. Das ist so groß. Ja, nun also M. Dann klatschen wir das da dann halt nochmal rein. Until here. Na komm. Geld, lass dich regnen. Komme zu Papa. Gebäudeinformation, Gebäudebreite, 180 Fliesen.
Wobei der Höhe 7 Etagen. Grundfläche. So. Da kommen dann nachher mal die Spa-Angebote rein. Jetzt wird mich aber mal wieder meiner Lieblingstätigkeit hier. So, wir sind gleich unten. Ja. So, we made it. Jetzt haben wir halt Fliesen ohne Ende. Was mir bringt das wirklich, weiß ich nicht. Hotel, Spa-Angebote. Ich glaube, die kriegen wir sogar noch rein. Jo. Bam. Sehr schön. Und können wir das jetzt dann noch umziehen? Shit, 75. Da fehlen uns tatsächlich 25 Euro. Mann. Ah ja, und wir brauchen da natürlich noch was und so weiter. Hätte ich mir fast denken können. So, 0 Euro. Perfekt. Genau 0. Und eine U-Bahn-Station wäre natürlich für alle Leute gut. Ich weiß, die Leute, die jetzt natürlich hier hochfahren, die sind dann natürlich, also die Wohnungsleute, die sind natürlich, die gehen dann natürlich hier in diesen Geschäften natürlich nicht vorbei. Das ist man natürlich selber persönlich sehr, sehr, sehr klar. Aber die Wohnungsleute haben auch den Unterschied, dass sie ja dann nicht nach Hause gehen, weißt du? Also die Büroleute, die kaufen ja auch, keine Ahnung, bei sich zu Hause vielleicht ein, weißt du? Weil die gehen ja nach Hause und dann kaufen sie sich da was ein. Ja, das ist reine Logik, weißt du? Die Büroleute, die kaufen sich auch vielleicht zu Hause was ein. Aber wenn sie jetzt hier vorbeilaufen, dann denken sie, warum sollte ich überhaupt zu Hause was kaufen, wenn ich doch jetzt hier genau diese Aktentasche kaufen könnte, die ich mir jetzt eigentlich zu Hause kaufen wollte. Zum Beispiel. Aber diese ganzen Wohnungsleute, die müssen das ja so oder so hier kaufen. Die haben ja quasi nichts anderes, worauf die zugreifen können. Würde ja dumm sein, wenn sie irgendwo anders hinfahren, um dann ihr ganzes Zeug zu kaufen. Spa-Angebot. Hä? Spa-Angebot? Ach so, weil der hat noch kein Wasser. Ja, für die Duftkerzen brauchen wir natürlich Wasser. Ist natürlich klar, wie Klausbrühe. Grüße gehen nochmal raus an alle Kläuse oder Klause. Klause? Kläuse? Santa Claus vielleicht? So, ich mache jetzt gerade absichtlich nichts, weil ich bin ja ein solcher Fink und denke tatsächlich, wir schaffen es auf die 5000 hoch. Was natürlich ein absoluter Irrglaube ist, aber pff, I don't care. Soll ich tatsächlich etwas tun, was wofür mir der liebe Gott bitte verzeihen möge? Es wird schrecklich werden. Es wird so schrecklich werden. Ja, das ist natürlich auch... 3500 reicht uns nicht. Hat jetzt effektiv nichts gebracht, ich weiß, aber egal. So, Transit. U-Bahn. Ha! Zack. Und jetzt können natürlich auf einmal deutlich mehr Leute hier reinkommen. Haben wir denn überhaupt nicht mal eins gehabt mit 250 Belegschaft und so weiter? Das hatten wir doch mal. Jetzt haben wir es doch geschafft. 250. 1500 sofort, 3000 nach Abschluss. Geil. Großraumbüros. Die Stadtkämmerei möchte die Steuereinnahmen mit einigen weiteren Großraumbüros verbessern. Je größer die Büros, desto größer sind die Einnahmen. Schützen Sie die Stadt mit der Errichtung von 6 Großraumbüros. Dabei ist es egal, um welche Art es sich dabei handelt. Noch mehr Bewohner. Schaffen Sie 100 Bewohner. Wie viele Bewohner haben wir denn gerade? Studio-Apartments, 12 Stück. Okay, das habe ich auch schon abgeschlossen. Einzimmer-Apartments. Okay, Einzimmer-Apartments haben wir tatsächlich noch nicht. Einzimmer-Apartments haben wir 1 von 16. Ui. Ah, was sind denn Einzimmer-Apartments? Das da? Das ist ein Zweizimmer-Apartment. Achso. Ja, natürlich ein Einzimmer-Apartment ist natürlich generell ein bisschen doof. Ja, das würde ich jetzt generell mal hier hinbauen, weil das würde dann auch sehr viel besser abschließen mit den ganzen... Aber 9000, das ist natürlich lecker. Loft-Apartments. Also langsam, also bitte bleibt mal ganz kurz auf dem Teppich, ja? Wir müssen das hier nicht gleich übertreiben hier. Also, ja, und was ist jetzt hier los?
Eine große Hotelsuite. Uiu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 i. Da biegt's mir wirklich alle Zehennägel hoch. Heyo, heyo. Hier geht's aber echt los langsam. Bam. So. So, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das jetzt funktionieren wird, aber wir werden es mal probieren. Hier wollen wir einfach mal so ein... Hier wollen wir einfach mal so ein Bam-Geschäft hin. Möbelgeschäfte. Strom und so weiter. Anschluss. Delikatessen, Modeboutiquen. 563. Können wir da noch mehr rausschlagen? 562? Nee, sorry. Also ein Möbelgeschäft wäre natürlich auch cool. Elektronik. Kaufhäuser. 573. Alter. Willkommen an Bord, mein Freund. Willkommen an Bord, hey. Was ist denn hier? Pock, 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 pock. Und nochmal. Pock. Hallo? Pock, pock. Pock. Pock, 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 pock. Pock, pock, pock. Und dann jetzt einmal, wie ging das? Ich weiß es nicht. Wie geht das? I wanna hear. Bching, 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 bching. Und jetzt einfach nochmal das da. So, wir haben es geschafft. Yay. So, der hat alles Strom. Und Telefon bräuchte er natürlich auch noch. Und Strom. So, ein riesiges Kaufhaus haben wir jetzt direkt über der U-Bahn. Das ist natürlich sehr schön. Generell. Begrüße ich. Hallo. Und dann mache ich hier nochmal 156, das ist gut. Ein Telefon braucht er natürlich noch, ansonsten würde er mir wieder rausziehen. So, hier haben wir jetzt natürlich die ganzen Wohnungen auf einmal. Die brauchen natürlich noch einen wunderschönen Anschluss an die Allgemeinheit. Und hier wollten wir noch diesen Ding hier umziehen. For the future. Also, weil heute Freitag ist, weißt du? Vergiss es. So, die rennen da gerade eben hier mit der ganzen Bude zusammen. Bam. Genau im richtigen Moment. Hier ist ein riesiges Kaufhaus jetzt. Die Miete ist so hoch. Bisherige Einnahmen heute, Mitarbeiter 2. Und dann morgen, wenn dann die ganze, wenn Rush Hour ist und die ganzen Leute kommen dann da durch. Dann werden die sehen, oh, da ist ja ein Kaufhaus. Uiuiuiui, da werden wir mal einkaufen. Hoffentlich. So, wie viele Bewohner habe ich denn überhaupt? Wohnungen, Anzahl 34, Doppelpunkt D 1, Doppelpunkt Smiley 33. Okay, also ich habe 34 Wohnungsleute hier. Generell am Rumbien. Mr. Bean. So, bisherige Einnahmen heute $0. Aber die Rush Hour kommt ja alles noch. Wie spät ist es jetzt momentan? 7 Uhr. Um 8 Uhr sollte dann hier eigentlich langsam mal die Post abgehen. Wenn die ganzen Bürofritzen kommen halt eben noch zu Fuß. Bischle blöd, ne? Null Euro. Wir haben null Kunden. Ja, vielleicht, wenn sie wieder nach Hause gehen, weißt du, dann haben sie auch mehr Zeit. Ich kann echt gut lügen, ne? Aber das ist ja keine Lüge, das ist einfach nur, naja. Was, wenn wir das so machen? Das würde zum Beispiel gehen. Jetzt können wir ja auch übrigens diese riesigen Apartments bauen. Die bauen wir dann nächste Woche.
ne? Die können wir jetzt mittlerweile bauen. Just to show you. U-Bahn-Station, da brauchen wir noch eine größere, mittelgroße Geschäfte und Haushaltsgeräte und Haushaltswaren. Ja, ja, die Haushaltswaren, die waren mal Haushalt. Deswegen heißen sie Haushaltswaren. Vergiss es einfach bitte. Das da ist ja genau das, was wir hier gerade gebaut haben. Nö. Ah, nee, das ist das da, was wir unten gebaut haben. I'm so sorry. Das ist dann das da, das ist dann hier so eine Loftwohnung. Das ist dann natürlich schon ein bisschen übertrieben dann. Deluxe Einzimmer-Apartment. Ja, müssen wir mal durchgehen. Hoffen, dass es denen allen dann nicht so streng riecht. Oh Gottes Willen, wir haben uns jetzt alles verschanzt. Gottes Willen, Gottes Willen. Wir werden den so schnell wie möglich wieder zurückzahlen, aber ich brauche das gerade im Moment, weil ansonsten werden die uns alle ungehalten und ziehen aus. Ah, das ist natürlich jetzt blöd. Die verlangen relativ viel eigentlich von meinem Geschmack. So, der da drüben baut natürlich auch nochmal alles. Ein Gasanschluss. Stromanschluss. Und ein Wasseranschluss. Puh. Gott sei Dank. Und wir haben zu wenig Televisor. Ein Problem jagt das nächste, wirklich. Wir können nicht mehr Kredite annehmen. Mein Leben ergibt gerade langsam keinen Sinn mehr. Aber weißt du was? Das darf der Grund zukunftsrisikal entscheiden. Ich ziehe mich jetzt einfach mal hier aus der Affäre und bedanke mich sehr für euch heute fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet heute sehr viel Spaß und Freude. Falls ja, dann zeigt es mir doch mit einem Däumli nach oben. Das ist keine Like-Bettlerei. Das zeigt mir einfach nur, dass ihr dieses Spiel genauso feiert wie ich. Wir sehen uns auf alle Fälle nächsten Donnerstag wieder, wenn es wieder weitergeht mit einer weiteren Folge von Project Highrise. Euer Kommentator Onkel Grinsekarl war heute am Mikrofon. Ciao mit K.